Hallo meine Schokohäschen, willkommen zum neuen Video. Ja, schlechte Nachrichten, die Lana verlässt uns, sie hat schon ihre Sachen gepackt. Wir befinden uns hier in der Nähe vom Alicante Flughafen in Spanien. Ich habe ja schon alles versucht, um sie hier zu behalten, ich konnte sie nicht überzeugen. Hallo, warum verlässt du uns? Ganz viel Bürokratiekram erledigen in Deutschland. Ist so unwichtig. Und ich wollte den Geburtstag meiner Mama feiern, weil ich war so viele Jahre ja nicht da. Wieso warst du denn so viele Jahre nicht bei deiner Mama beim Geburtstag? Weil ich in Australien gewohnt habe. Ja, aber was ist, wenn du da vorne ins Wasser fällst, dir ein Bein brichst und dann nicht fliegen kannst? Ach, du bist doof. Ich glaube, ich mag sie nicht mehr. Das Problem ist, die Lana, die wird ja fast einen Monat weg sein, weil ihre Termine und der Geburtstag von der Mutter ungefähr einen Monat voneinander entfernt sind. Bei ihr wächst das Geld ja auch nicht auf den Bäumen, sodass sie zweimal fliegen kann. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen werde, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, es wird ziemlich geil, weil es gibt so einige Sachen, die ich mit ihr halt nicht machen konnte, wie zum Beispiel Berge klettern. Ich werde da solche geilen Dinger werde ich hochlaufen. Ich will ganz viele super verrückte Sachen machen. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann so ein bisschen vereinsame. Ich mag es ja eigentlich, alleine zu reisen. Aber mit Lana bin ich ja jetzt 6 Monate gereist und wir sind so aufeinander eingespielt und haben auch ab und zu unsere Tage, wo wir getrennt voneinander leben. Es könnte schon hart werden. Mal gucken. Ich bin sehr, auf jeden Fall sehr gespannt. Läuft das schon? Ja, ne? Es gibt echt super viele geile Orte hier in der Umgebung zu sehen. Also denke ich mal, dass er viel Cooles erleben wird. Bin echt gespannt, was der Typ zu erzählen hat nach einem Monat. Ich meine, wir bauen ja schon zusammen viel Scheiße, aber alleine. Ich hoffe, der überlebt das. Und der wird bestimmt nur Scheiße essen und nur Scheiße machen. Hallo. So, fahren wir los? Ja. Okay. Express-Parking. Ich hab keine Ahnung. Boah, ist auch ein mega Flughafen, ne? Schon so ein bisschen. Dann viel Spaß beim Flugzeug suchen. Viel Spaß beim Fliegen. Heute bist du schon wieder in Deutschland. Ja. Auf alle Stellen. Tja, hast du alles? Perso, Handy, Flugticket, hast du auf dem Handy? Okay. Ciao. Ich bin jetzt eine Stunde einfach in eine Richtung gefahren. Ich habe irgendwie nicht wirklich ein Ziel. Ich habe das Gefühl, ich hätte sie irgendwie am Bahnhof alleine gelassen und will eigentlich nur zurückfahren und sie wiederholen. Das ist echt Scheiße. Das tut echt weh. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal vor der Kamera drüber rede. Ich kenne das Gefühl von jedem Mal, wenn ich Deutschland verlasse und ich muss das einfach verarbeiten. Cola. Wasser, Bier. Ja, ist schon sehr komisch. Ich muss wirklich zugeben, dass ich jetzt so eine depressive Phase hatte. Ich habe jetzt eine Zeit lang einfach gar nichts gemacht. Aber etwas Positives, was mir aufgefallen ist, dadurch, dass niemand da ist, kann ich in dieser Ruhephase extrem viel Energie tanken, weil es passiert einfach gar nichts, wenn man nichts macht. Und nach dieser Ruhephase kommt einfach nur eine gewaltige Energiephase. Und deswegen sind wir jetzt unterwegs, weil wir sind an einem sehr besonderen Ort, der europaweit berüchtigt ist, dass hier Poltergeister sind und dass es hier spukt ohne Ende. Lana hat von einem Krankenhaus erzählt, wo früher leukämieerkrankte Kinder behandelt wurden. Und dieses Krankenhaus ist hier um die Ecke. Und da gehen wir jetzt hin.
Ja, das Gute am Alleinereisen ist natürlich, ich kann alles machen, was ich will. Guckt euch diese Aussicht an. Da hinten ist das Meer. Lana könnte nicht in diesem Tempo hier durch diese epischen Berge laufen. Sie würde auch niemals zu einem der verfluchtesten Orte Europas gehen, aber wir machen es. Tada! Da unten ist es. Das soll angeblich einen Tunnel haben, wo die verstorbenen Kinder dann raustransportiert wurden. Und es gibt regelmäßig Zeitungsberichte darüber, wie dort illegale schwarze Messen gehalten werden. Also ich glaube ja nicht an solche Sachen, aber als ich gestern Abend mich eingelesen habe, auf Park4Night schreiben sie, man soll hier auf gar keinen Fall übernachten. Auf Google Maps erzählen sie, wie hier alles verflucht ist. Selbst auf Wikipedia stehen fürchterliche Sachen über diesen Ort. Und dann habe ich auch angefangen, komische Geräusche zu hören. Und 2 Uhr nachts ist dann meine Internetantenne am Auto auf dem Dach umgekippt. Ich habe mich so dermaßen erschrocken. Wirklich. Boah. Wir müssen jetzt etwas leiser sein, weil vielleicht können wir irgendwelche Anomalien oder Geister aufnehmen. Seht ihr das da auf dem Dach? Sind das Kreuze? Oh, da läutet eine Glocke. Sehr beruhigend. Ja, das Gebäude ist vor fast 200 Jahren aufgebaut worden. Das heißt, da besteht immer die Chance, dass man von irgendeinem Stein erschlagen wird oder sowas. Das Dach ist irgendwann mal abgebrannt. Boah. Das sieht schon eerie aus. Ja, ich hoffe, wir kommen da irgendwie rein. Hier führt ein Weg runter. Wow. Mist, das gibt hier einen kompletten Kellerausbau. Das ist gefährlich. Hier hört man das gut. Fester Boden, hohler Boden. Das wird irgendwann einstürzen. Boah, schaut da mal rein, ey. Was für ein Gebäude. Ich will da unbedingt rein. Boah, hier ist so eine Tür mit so einem Ausrufezeichen davor. Aber hier ist nichts drin, ne? Außer ein Smiley und rote Handabdrücke. Oh. Oh ja, hier kann ich rein. Sauber. Ich hoffe, ich bleib nicht stecken. Halleluja. Ich suche irgendwie nach so einem Treppenhaus. Hier ist aber auch echt gar nicht sicher. Die Decke kann einen erschlagen. Man kann auf einen Boden reinfallen. Ein schwarzes Loch. Ich sehe noch nicht mal was. Oh. Oh, ist das weird. Oh, Treppen. Oh, es knackt. Boah, Alter. Da gehe ich doch nicht hoch. Ich fühle mich hier wirklich nicht willkommen. Okay, eine 200 Jahre alte Tür. Oh, Scheiße. Oh, bitte halt, bitte halt. Oh Mann, ey. Ist watching. Ja, das hoffe ich doch. Ich habe keinen Bock, dass mir hier der Boden einbricht. Boah, Alter, das bewegt sich. Oh. Ja, meine Schokohäschen. Das ist das ehemalige Leukämie-Krankenhaus für Kinder. Ich kann schon verstehen, warum so viele Fanatiker hier hinkommen. Ist ja echt viel Leid hier passiert. Man sieht ja sofort, was für eine alte Architektur das ist mit den hohen Dächern. Man kann sich ja vorstellen, wie hier überall die Zimmer waren mit den Kindern. Und ich höre draußen irgendeine Stimme. Es kann sein, dass hier so ein Guide vorbeikommt und wenn die mich erwischen, bin ich am Arsch. Zudem der Boden hier ständig unter meinen Füßen knackt. Ich muss hier raus. Oh, toll, ey. Wieder die Tür. Boah, bloß weg hier. Irgendwie habe ich Angst, dass hier eine Ecke gesprungen kommt. Boah, was ist denn das für ein Kunstwerk? Da hat jemand ganz viele Löcher reingemeißelt. Das sieht irgendwie brutal aus, ne? Okay, weg hier.
das Knacken. Alter. Und der Boden ist hier nicht stabil. Also, wie gesagt, ich glaube ja nicht an solche Sachen, aber das ist wirklich ein verfluchter Ort. Hier kriege ich echt Panik. Also, wirklich, geht hier nicht hin. Ich weiß nicht, ob Lana jetzt zuschaut. Ich habe kurz überlegt, sie hier hinzuführen und ihr dann erst zu sagen, was das für ein Ort ist. Aber nicht nur, dass es absolut unheimlich da drin ist, es ist auch wirklich gefährlich. Ja, mit den ganzen Pentagrammen da drin, was ich da fast im Treppenhaus eingestürzt wäre. Kein gutes Zeichen. Jetzt fühle ich mich so richtig unwohl hier an diesem Ort. Wir hauen ab. Das Witzige ist auch, ich habe hier zum Verrecken kein Internet. Überall drumherum kriegt ihr Internet, aber hier tot. Ein herzliches Willkommen beim 1x1 des Olivenfarmens. Die meisten Leute wissen das nicht, aber ich habe 50-jährige Erfahrung beim Olivenfarmen in Deutschland. Viele fragen sich ja immer, wie ich mir so einen geilen Camper in so einer Top-Verfassung leisten kann. Aus dieser Branche kommt mein ganzes Vermögen und heute verrate ich euch alle Insider-Tipps, sodass ihr euch so einen Camper auch leisten könnt. Zuallererst, Olivenfarmen ist ein sehr, sehr gefährliches Geschäft. Man braucht offensichtlich Sachen wie Schrotflinten, boah, hier ist noch einer, 12 mm, weil die Anfänger, die picken immer die Oliven von den Bäumen runter, aber wir ballern sie runter. Die Oliven schmecken immer am besten, wenn man sie schwarz auf fremdem Land anbaut. Diese Bäume habe ich gestern gepflanzt, da hinten die ganzen Bäume, oben auf den Bergen habe ich überall Oliven angepflanzt. Was ist das denn für ein Schild? Diese Sorte hier, das ist eine Ref Muesta, nennt man die. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man die essen kann. So müssen die aussehen, wenn die dann fertig sind. Man hört den Kern dort drin. Die Bäume wachsen extrem schnell, sind super widerstandsfähig. Am besten pflanzt man die immer in einem Terrain, der schwer zugänglich ist. Hier haben wir die Sorte Olivus Nadelus Baumus. Als Dünger benutzt man immer reichlich Ziegenkacker und Asbest. Und ich zeige euch jetzt, wie man diese zubereitet. Unbedingt ganz viel Öl. Daher kommt auch das Olivenöl. Die produzieren selber gar nichts davon. Diese brät man dann ganz leicht an, löscht es dann mit Wasser ab, Gewürze drauf. Und fertig ist unser Olivenöl-Tiramisu. Da wird bestimmt nur Scheiße essen. Und nur Scheiße machen. Boah. Qualitätsware aus China. Ja, offensichtlich ist mir alleine ohne Lana so langweilig, dass ich schon irgendwelche verrückten Sachen mache, die meiner Gesundheit nicht gut tun. Lana, bitte komm zurück. Deine Abwesenheit ist nicht gut für meine Gesundheit. Und dass ich schon irgendwelche Sachen zerstöre. Aber zum Glück habe ich gerade von Mario Kaiser, dem Zuckerhasi, eine 10-Euro-Spende bekommen. Vielen Dank. Das heißt, wir werden jetzt losfahren, mir einen neuen Tisch besorgen und dann Lanas Auto besuchen. Wir haben es an einem sehr sicheren Ort versteckt. Vielleicht wird ihre Hippie-Bumshöhle auf Räder Deluxe meinen Herzschmerz ein bisschen lindern, zu dem ich auf jeden Fall in den Schatten muss, weil es ist übelst heiß. Ich würde ja gern diesen kleinen Berg da hochklettern, aber so bescheuert bin selbst ich nicht bei dieser Hitze. Guckt euch diese vergammelten Dinger an, ey. Ekelhaft. Und ein Kilo Honig für 4,39. Hört sich sehr legitim an. Übrigens, bevor hier Leute in der Kommentarsektion ausrasten, den Tisch, den werde ich mir natürlich nicht neu kaufen. Ich habe den alten zurückgebogen, sondern die 10 Euro gehen hier rein in die 10 Kilo Kartoffeln. Damit werde ich mich wahrscheinlich wochenlang durchfüttern können. Und ich habe mir noch was mega geiles geholt. Und zwar 2 Kilo Tomatensoße. Ja, Lana, ich habe mir das Video angesehen. Du sagst nämlich, ich werde wahrscheinlich nur Scheiße essen. Was sagst du jetzt? Jetzt muss ich nur noch wissen, was ich damit anfange. Kann ich das so süppeln? Emulgator 1422. Und ey, da ist einfach ein Stück Glibber drin. Gurken. Eigentlich hatte ich ja geplant, da noch ein bisschen Fisch reinzutun. Aber das Ding ist ja jetzt schon komplett überfüllt. So sieht gesundes Essen aus. Ja, Lana. Bäm, was hast du dazu? Beste vom Besten. Eigentlich darf man so einen Topf nicht so voll betreiben.
eigentlich habe ich momentan auch gar keinen Hunger. Also gehen wir jetzt los, Lanas Auto abchecken. Ich glaube, ich drücke mich ein bisschen davor. Ich habe gestern beim Einparken das Auto schon gesehen und es fühlt sich nicht gut an. Da ist es, das gute Stück. Auch nur leicht zugestaubt. Gucken wir mal rein. Oh Mann, schon das Geräusch von der Tür. Hallo? Ah ja. Was ist das denn? Bäh, ich habe eine Spinne angepackt. Boah, ist die schnell gerannt. Da ist ein richtiges Nest drunter. Alter, widerlich. Boah, nicht auf dem Boden. Okay. Solarpanel ist drin, Wertsachen sind natürlich alle raus. Oh, der Geruch. Kennt ihr das? Ihr geht in eine Wohnung von irgendeinem Freund oder einem Bekannten und es riecht total nach dem. Genau so ist das gerade. Nur mit Pisse. Tut mir leid, aber diese ganze irre Scheiße, die ich normalerweise auf Lana drauf lade, das dürft ihr jetzt ertragen. Aber sonderlich heiß ist hier drin nicht. Abgesehen von der einen Killerspinne ist hier auch keine Tiere drin. Ich hätte ja gedacht, vielleicht kommen hier Ameisen hin oder sowas über die Reifen. Aber ne. Ich schicke ihr mal ein Foto, da wird sie sich bestimmt freuen. Ja, ich muss euch sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mich fühle. Einerseits vermisse ich sie natürlich, aber ich habe auch bemerkt, dass ich andere Leute, wie zum Beispiel Stan, den Ukrainer aus Valencia, oder Pablo aus Altafulla vermisse. Also ich denke, das ist eher so die Einsamkeit, die dann so langsam einsetzt. Von ständig mit jemandem in Kontakt sein und alles mit dieser Person machen zu komplett alleine sein, irgendwie ist da noch was verwirrt so. Es ist so komisch. Ich weiß, dass sie in Deutschland ist. Ich weiß, dass es ihr gut geht. Aber das Tier in mir denkt, ich habe sie am Flughafen alleine gelassen und sie sitzt dort jetzt. Oder das Tier in mir denkt, dass das dumme Ich quasi denkt, sie sitzt hier vielleicht im Auto und wartet auf mich oder was. Weil man passt hier draußen irgendwie aufeinander auf. Und jetzt, da wir nicht mehr zusammen unterwegs sind, habe ich das Gefühl, sie ist in Gefahr. Krass. Okay, ich muss mich ablenken. Ja, beim Laufen kann man am besten verarbeiten. Und zwar, wir haben ein Ziel. Als Lana und ich hier die Umgebung gescoutet haben, ob ihr Auto hier auch sicher ist, wenn das hier ein paar Wochen rumsteht, habe ich einen Berg gefunden, der mir sehr gefallen hat. Und mit Lana kommen wir dort garantiert nicht hin, und zwar dieses Ding da oben. Boah, was für ein fieses Teil. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber wir machen es. Aber ein Riesenfluss. Oh Mist. Ne, hier geht's nicht weiter. Das war mal ein Damm hier. Total weggebrochen. Ich könnte rüber schwimmen, aber weiß nicht, dann stehe ich vor einer dicken Wand. Aber ich weiß schon, wo wir lang müssen. Es gibt nämlich hier in der Nähe eine Brücke, die intakt ist. Jawohl. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Euer Wandern hilft total. Man verarbeitet die Gedanken und hat lauter krasse Eindrücke. Boah, da unten ist die Brücke, bei der wir eben waren. Und da ist der Damm. Man hat kleine Probleme, die man lösen muss. Die Luft ist so trocken und es ist so heiß. Meine Klamotten sind auch fast komplett getrocknet. Aber wir sind gleich da. Ich muss erstmal unbedingt Schatten finden. Es ist einfach höllenheiß. Die Luft ist heiß, der Boden ist heiß, die Sonne ist heiß. Aber ich denke nicht mehr an Lana. Also funktioniert. Boah, ich brauche echt neue Hobbys. Da vorne ist das Ziel, aber wir hocken uns nochmal in den Schatten hier. Ey, sonst krepiere ich hier draußen noch. Das wäre mal mega Sch. Dann kriegt ihr euer Video ja gar nicht. Das darf nicht passieren. Wandern ist echt das Beste. Meine Güte. Echt schön hier. Aber seht ihr da vorne, wie der Berg hier hochgeht? Und dann gibt es da eine Kante, die da entlang geht. Was zum Henker? Ich liebe Vanlife. Was man alles für wirsche Sch sieht, ne? So, eigentlich nur noch hier. Richtig gut, Tobi, richtig gut. Hier entlang. Und das ist die Spitze. Oh, wir haben es geschafft. Boah. Heilige Sch. Okay, nicht gucken. Boah. Halleluja. Boah, Leute, krass, Alter. Boah.
Und da ist meine kleine Drohne. Da unten ist die Brücke. Und da unten ist der Damm. Boah, krass, ne? Da führt das lang. Da hinten ist der Staudamm. Wahnsinn. Was für eine Aussicht. Und wenn ich lange genug dorthin gucke, wird mir schwindelig. Richtig geil. Boah, mir wird echt schummerig, wenn ich das so mache. Die da unten warten nur darauf, dass ich stürze. Wetten wir? Ich würde es zumindest. Okay. Meine Überlebenschancen steigern sich nicht, wenn ich hier länger bleibe. Deswegen geht's zurück. Was für ein Horrortrip eigentlich. Und das alles mit den geilen China-Crocs. Yeah. Beste Schuhe. Bin heute Morgen wach geworden. Hatte schon Fußschmerzen, weil diese beknackten Billigdinger so schlecht sind, ne? Ja, und was mache ich dann? Mit diesen beknackten Crocs noch auf den Berg laufen. Manchmal liege ich hier abends im Bett, atme durch und gehe gedanklich durch, wo ich heute überall hingefahren bin, was ich alles gemacht habe und denk mir dabei, Tobi, manchmal bist du wirklich dumm. Ein riesen Dorn in meinem Fuß, weißt du? Oh. Ich habe da oben heute was gelernt. Hier ist zu dunkel, ne? Geh mal ein bisschen in die Sonne. Zwar die erste Sache ist natürlich die beknackten Crocs. Meine Füße tun so weh. Und die zweite, aber wichtigere Sache ist, ich glaube, ich renne die ganze Zeit vor etwas weg. Dieser ganze Blödsinn, da in dieses Geisterhaus reingehen und Blödsinn labern, das sind alles nur Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver davor, dass ich alleine bin und dass ich Leute kennenlernen muss. Ich habe das vor einem Jahr im Leute-Kennenlernen-Video erklärt. Wenn man alleine auf Reisen ist, dann muss man sich anderen Menschen öffnen. Und ich war aber die ganze Zeit verschlossen. Ich habe mit niemandem geredet, außer mit der Kamera. Und ich glaube, da drücke ich mich vor. Ich habe selber öfters in den Kommentaren geschrieben bekommen. Sich Menschen zu öffnen und sie kennenzulernen, braucht Energie. Das ist aufwendig. Und durch Lana brauchte ich das die ganze Zeit nicht machen. Und das muss sich ändern. Das muss sich ganz ehrlich ändern. Und ich glaube, ich habe unbewusst einfach keinen Bock, diese Schritte zu gehen. Aber es führt einfach nichts drumherum. Ich muss das machen. Deswegen werde ich heute zum Auto gehen, werde mir die Haare schneiden, mich ein bisschen mehr präsentierbar machen und dann losziehen und Leute kennenlernen. Das ist mir jetzt erst klar geworden. Und ich denke, das ist meine große Lektion davon, dass Lana jetzt weg ist. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Wie immer, ich beantworte alle Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war interessant und informativ. Ich hatte sowas bisher noch nie. Bin selber auch sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Das nächste Video kommt dann Sonntag. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Habt euch lieb. Wir sehen uns unterwegs.